Also ME/CFS zu haben, ist eine schreckliche Last. Ich nenne die Erkrankung immer Horrorerkrankung oder Monstererkrankung, weil sie in allen Gebieten des Lebens von viel bis fast alles oder alles nimmt, was Leben ausmacht. Millions Missing ist 2016 in Los Angeles gegründet worden und mit dem Film Unrest ist die Bewegung 2018 dann nach Deutschland übergeschwappt. Millions Missing als Projekt und auch als Organisation leistet hervorragende Arbeit, um auf die Krankheit ME/CFS aufmerksam zu machen. Es ist eine weltweit koordinierte Aktion und schafft so maximale Awareness, um die dramatische Situation der Betroffenen darzustellen. Wir demonstrieren heute hier, um auf ME/CFS-Erkrankte aufmerksam zu machen. Wir wollen, dass dringend die medizinische Versorgung ausgebaut wird. Wir wollen, dass Ambulanzen an den Unikliniken geschaffen werden und dass die Ärzte geschult werden. Ja, hi, ich bin die Kathi. Ich habe dieses Jahr auch wieder meine Schuhe eingeschickt. Ich habe seit über 4 Jahren ME und mein Leben hat sich durch die Krankheit schlagartig verändert. Also ich war früher Radioreporterin, ich war sportlich, ich habe Fußball gespielt, ich war viel mit Freunden unterwegs und durch die Erkrankung war das erstmal mit einem Schlag alles plötzlich weg. Ich beschreibe es immer wie mit einem kaputten Handy-Akku, der nur noch so auf 10-30% lädt. Du kannst mit der Erkrankung schlafen, so viel du willst. Du wachst morgens auf und bist im Stromsparmodus und musst mit dieser wenigen Energie irgendwie über den Tag kommen. Wenn du nur ein bisschen zu viel machst, und es kann wirklich schon ein kurzer Spaziergang sein, oder auch Kochen, bei schwer Betroffenen schon wirklich das Aufsetzen im Bett, dann treten grippeartige Symptome auf und die Krankheit verschlechtert sich über die nächsten Tage oder auch Wochen und Monate. Hallo, ich bin die Kerstin Händel. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin seit 2003 akut nach dem Coxsackie-B-Virus an ME erkrankt, wurde 10 Jahre fehldiagnostiziert und fehltherapiert und dann kam ich 2013 an die Charité und dort wurde ich dann eindeutig ME/CFS diagnostiziert. Da war ich aber schon überwiegend hausgebunden und auch schon lange nicht mehr arbeiten. Es ist sehr schwierig, wenn man seine Selbstständigkeit verliert, den ganzen Tag mehrfach auf Hilfen angewiesen ist, die einen aber auch gleichzeitig wieder überanstrengen, kann man sich, glaube ich, denken, wie das Leben ausschaut mit der Erkrankung dann. What we know that in ME/CFS patients, the mitochondrial metabolism is affected. The energy production from the mitochondria is altered, together with many other different physiological functions. So basically, ME/CFS is a mitochondrial disease. And what we have found that in ME/CFS patients, the mitochondria mostly are in the fragmented state, the smaller mitochondria, which leads to less amount of ATP production and the subsequent mitochondrial metabolism as well as cell metabolism is affected because of this. Also ich wünsche mir, dass wir alle zusammen dafür sorgen, dass diese Erkrankung endlich als schwere körperliche Erkrankung in Deutschland anerkannt wird, dass es endlich mehr Forschungsgelder gibt und dass vor allem auch Betroffene eine medizinische und eine soziale Versorgung bekommen. Ich bin sehr dankbar, dass es Millions Missing gibt. Durch die tollen Aktionen um den internationalen ME/CFS-Tag, die Poster, die Plakate, wo man dann auch eben, wenn man nicht hin kann, was mir ja unmöglich ist, Bilder hinschicken kann und wir eine Stimme bekommen, eine Stimme nach außen und dafür danke ich sehr. What we are lacking in Germany particularly, that we do not have funding for ME/CFS research, particularly universities, they do not recognize, or the hospitals, they do not recognize ME/CFS as a disease. They do not involve their manpower to study the disease. So this is very essential that if we want to do successful research in this field, we need proper funding. Man muss jeden Tag mit diesen Symptomen kämpfen, aushalten,
man kann die Schmerzen bekämpfen. Manchmal geht es auch gar nicht weg durch die Schmerzmittel, aber ansonsten kann man ja gar nichts tun. Millions Missing ist einfach total wichtig, weil sie halt helfen, diese Erkrankung, die oft ja total im Verborgenen bleibt, einfach in die Öffentlichkeit zu tragen und für mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu sorgen und über die Erkrankung einfach aufzuklären. Denn von Leben ist bei ME lange keine Rede mehr. Und in unserem Grundgesetz steht immerhin, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das Erste, was ich machen würde, wenn ich wieder raus könnte, das Allererste wäre, sofort raus und mit meiner Tochter etwas unternehmen, mit meiner Jana. Das ist das Erste. Ich will ein Leben voller Energie. Ich will nicht mehr in einem abgedunkelten Raum leben müssen. Zurück ins Labor zu meiner Arbeitsstelle. In die Natur gehen. Meinen Traumberuf als Notfallsanitäter ergreifen. Meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Kämpfen können, so wie früher in meiner aktiven Zeit. Meine Joggingstrecke laufen und nicht mit dem E-Rollstuhl abfahren. Meine Stadt wieder neu kennenlernen. Tanzen und mich frei fühlen mit der Musik. Einfach alles wieder machen, worüber Gesunde nicht mal nachdenken.